Sprachlos, fassungslos, ne? Also es ist unfassbar, wie dann jetzt hier hinten raus das Unentschieden zustande gekommen ist. Du spielst eine super erste Halbzeit mit richtig guten Möglichkeiten, hast gute Chancen, spielst ein wirklich sensationelles Pressing, bist voll drin im Spiel, ne? So schaffst es aber da halt einfach auch nach dem 1-0, nicht entweder schon vorher 1-0 in Führung zu gehen oder dann hinten raus dann auch das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Und konnte jetzt nichts großartig analysieren, weil die Jungs auch speziell in der ersten Halbzeit ganz, ganz viel richtig gemacht haben. Spielst dann halt gegen eine gute Mannschaft, eine ordentliche, eine solide zweite Halbzeit, so wo du allerdings nicht mehr so draufgegangen bist, wie das dann in der ersten Halbzeit der Fall war. Und wenn du dann in dem Moment nicht so konsequent tief verteidigst, so, dann gibst du dem Gegner in dem Moment halt mehr Ballbesitz. Und wenn man mehr Ballbesitz hat, bekommt man automatisch mehr Selbstvertrauen. Und so kommt es dann halt auch zur Aktion. So, die Jungs haben sich dann dazu entschieden, eher die Räume hinten zuzumachen. Dadurch hatte optisch Mainz leichtes Übergewicht, wobei wir trotzdem richtig gute Kontermöglichkeiten hatten mit wirklich unfassbaren Chancen. Kopfball von Eismann, den Schuss aus 6-7 Metern von Kevin Lahn, den musst du einfach aufs Tor bringen. Dann Hoffmann aus 5 Metern, die Riesenchance zum 2-0. Da haben wir es halt einfach verpasst, den Deckel drauf zu machen. Der Schiedsrichter zeigt dann 5 Minuten Nachspielzeit an. Warum auch immer, keine Ahnung, weil hier gab es keine Verletzungspause oder keine großartigen Unterbrechungen. Er zeigt 5 Minuten Nachspielzeit an und 5,5 Minuten drüber oder fast in der sechste Minute zeigt er dann auf den Punkt. Und das ist dann halt extrem ärgerlich. Da muss ich halt auch sagen, ich muss mir nochmal anschauen, aber der Ball geht nach außen, da muss ich halt einfach clever sein. Da darf ich nicht mehr in den Ball reinarbeiten, da muss ich mich eigentlich nur noch dahinter stellen und muss zusehen, dass mein Gegenspieler nicht reindrehen kann. Und dadurch gab es halt den Kontakt, den Elfmeter und den Ausgleichstreffer und für uns unglaublich bitter. Unglaublich bitter. Also wie gesagt, fällt mir auch gerade wahnsinnig schwer, hier dann jetzt ein Statement abzugeben.